Mann, es geht los, Bro. Okay. Also, wir sind jetzt hier in dem Zelt. Ich kann ja ein bisschen was von der Ausstattung erzählen, ne? Ich glaube, der ist nahezu voll. Also wir haben Klimaautomatik, Massagesitze, Nappa-Leder, Sitzlüftung, Sitzheizung. Habe ich Massage schon gesagt? Ja. Wo hat er überall Massagesitze? Vorne beide? Ja, vorne. Ja, Distronic, also Distronic Plus sogar. Was heißt das? Tempomat, Lenkradheizung. Distronic ist, du kannst, wenn du jetzt machst 120 zum Beispiel auf der Bremse und beschleunigt von alleine und hält Abstand. Xenon, Nacht, also Night Vision hat der, Harman Kardon, Alcantara Himmel. Luftfahrwerk haben wir hier. ABC leider, nicht Airmatic. Ich glaube, der V12 hat Airmatic wegen Platzgründen. Und die 6.3er haben, oder 500er haben halt das ABC-Fahrwerk. Es fährt halt wie ein Schiff. Ist halt echt Abfuck, aber ist halt auch, glaube ich, eher so zum Kleiden gedacht. Aber so Performance ist echt Müll. Und echt eine Katastrophe. Und der ist noch tiefer gelegt, also rund 21 Zoll. Das ist einfach nur Ballermann für die Stadt eigentlich. Also Komfort ist echt wenig hier, verhältnismäßig. Schiebedach haben wir, PDC, alles. Die Sitze reagieren auch? Ja, die sind dynamisch sowieso, ja. Also die machen, geben dir Seitenhalt. Fahrdynamische Sitze. Richtung Frankfurt, ne? Ich hab keine Ahnung, Bro. Sag du. Dortmund. Aha. Wir sind da. Dortmund, Bro, ja klar. Richtung F. Freudenberg. Machen wir jetzt auf Sport. Nicht auf manuell. Wir machen einfach Sport. Also Getriebe auf Sport. Und dann schauen wir mal. Mach mal 0-100 direkt. Ja, 100-200. Transporter schon links sehen. Dein Leben. Wirklich, die sind so bequem.
irgendwie so Seiten halt, aber. Eigentlich bei den aktuellen C-Klassen noch, diese Knöpfe hier. Das ist alles schon noch bei den aktuellen Modellen zu sehen. Also hier fing das alles so an mit der neuen Designsprache, würde ich mal sagen, mit zwei Displays. Ja, ganz aufmachen. So der Vorreiter von allem. Vormachen. Aber Sound holt schon viel raus. Ja. Klar, 525 PS, das ist schon in Ordnung, aber zieht auch kein Fisch mehr vom Teller oder Hering vom Teller. Und wenn, dann halt, ist halt so ein Autobahnauto. Oder für Stadt mit 6,3. Einstellen, was du belegen willst. Film mal nach hinten. Ich habe jetzt zum Beispiel das Heckrollo, habe ich damit belegt. Mhm. Weil. Ja. So ein Shortcut. Ja, du kannst da alles quasi theoretisch, glaube ich. Ja, kannst einstellen. Auch zum Beispiel Lieferando-Bestellung. Ja, nein, Funktion kannst du da hinterlegen.
perfekt zum Welle machen. Ja. Auf die rote Ampel. Ja, und so 25 mit grad, noch mit aktuellem Fahrstil. Diesel, ne? Das ist ein Diesel. Guck mal, ob das Ding gerade ist. Das ist gerade. Oh. Ja, wir haben heute mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ja, und ich bin heute irgendwie ein bisschen schlapp. Ich hab lange gepennt. Also, aber vielleicht habe ich mich heute nicht so blamiert wie letztes Mal. Wie die letzten Male. Dein Fachwissen war auf jeden Fall wieder. Dann flieg. Hier fühle ich mich immer wie in Monaco.